Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Testcampern hier vom Stellplatz der Messe Stuttgart und das bei bestem Camperwetter. Hinter uns steht einer der längsten Kastenwagen, die man so auf dem Markt bekommt, und zwar genauer ein Knaus Boxdrive 680 ME. 680 gibt auch schon grob die Länge vor, 6,84 Meter ist er genau. Christian, was kostet denn das gute Stück? Ja, das gute Stück kostet ab 65.000, etwas über 65.000 Euro. Dann ist er aber halt ziemlich nackig. Und hier ist wirklich mal in der Aufpreisliste, ich sag schon fast gewütet worden. So wie er hier steht mit den ganzen Extras, die wir euch nachher auch noch zeigen, kostet das Fahrzeug dann knapp über 85.000 Euro, was eine ganze Menge Holz ist. Aber wenn man es jetzt mit dem direkten Konkurrenten vergleicht, mit dem Grand California 680 von VW, ist er höchstwahrscheinlich sogar noch günstiger, wenn man mal die Sache ausstattungsbereinigt. Was man noch sagen muss, das Auto hat einen Radstand von 4,49 Meter. Das heißt, es ist relativ, oder es ist nicht relativ, sondern es ist unhandlich. Also ich habe vorhin mal probiert, hier auf diesem Platz zu drehen. Es ging sich gerade so aus. Also man muss schon ganz genau zirkeln und beim Abbiegen immer auf das Hinterrad schauen. Bordsteinkanten sind der Feind des Knaus Boxdrive. Der Boxdrive 680 ME basiert auf dem MAN TGE, hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. Wobei diese 3,5 Tonnen, naja, erzählen wir euch später mehr. Jetzt erstmal Außenrundgang. Die Front vom MAN TGE, gleich natürlich der des Crafter, ist kantig, aber wie ich finde, sehr gefällig gestaltet. Wir haben hier zum einen geniale LED-Scheinwerfer, die wirklich gut hell sind. Und wenn wir hier unten schauen, hier ist ein Radar verbaut, der gibt schon einen Hinweis darauf, dass das Fahrzeug mit einem Abstandsregeltempomaten ausgestattet ist. Das macht beim Reisen natürlich am meisten Sinn, wenn das Fahrzeug selber schalten kann. Der kann es, der hat eine 8-Gang-Automatik an Bord, das heißt, das Reisen wird damit wunderbar komfortabel funktionieren. Wichtig zum Reisen ist natürlich auch die Leistung und die ist hier im Stil der LKWs an der Seite aufgeführt. Die 3 steht dafür, dass es ein 3,5 Tonner ist und die 180 gibt einen groben Überblick in Richtung der Leistung. Serienmäßig ist hier unter der Haube ein 140 PS Motor. Das Fahrzeug kommt mit strammen 177 PS, ist also auf jeden Fall gut motorisiert. Eine Etage tiefer haben wir die Felgen im schicken Knaus Design. Natürlich gibt es die nur gegen Aufpreis. Was mir beim TGE ziemlich gut gefällt, was bei dem Fahrzeug auch wirklich sinnvoll ist, denn er hat ja einfach so einen langen Radstand, was der Christian schon angesprochen hat, dass man gerne beim Schwenken halt, ist dieser Bereich gefährdet. Und der TGE und der Crafter, die bringen hier an der Seite diese Radargeschichten mit, sodass er eben auch piepst, wenn man sich seitlich einem Hindernis nähert und da eben vor teuren Schäden warnt. Hier haben wir den Heizungsauslass. Verbaut ist hier, das sieht man schon am Lüftungsgitter, eine Dieselheizung, in dem Fall eine Kombi 6D. Das heißt, ja, das Fahrzeug braucht dafür eben kein Gas, sondern bedient sich mit aus dem großen Dieseltank, was natürlich eine feine Angelegenheit ist. Die Fenster sind schön plan als eingelassene Rahmenfenster ausgeführt, was dem Fahrzeug so eine sehr cleane Optik verleiht. Ein Stück weiter sehen wir hier das kleine Fenster, das ist das Badezimmerfenster. Wenn man in der Fahrzeugklasse von dem Bad sprechen kann, es ist ja im Grunde kein abgeschlossener Raum, aber hier ist auf jeden Fall der Sanitärbereich dahinter. Der Toilettenschacht als solches, ja, also ich sag mal, der Wille war da, ist nicht ganz perfekt die Abdichtung, aber ich denke allemal ausreichend. Jetzt sehen wir hier schon, es tropft ein bisschen. Hier drunter ist der Grauwasserauslass und da gibt es auch schon die erste Kritik, denn die Bedienung für den Grauwasserauslass, die ist direkt hinter dem Rohr. Das heißt, ich laufe natürlich immer Gefahr, wenn ich die hier öffne, dass ich mir dann erstmal das Grauwasser schön über die Hände kippe. Nicht ganz so gut gelöst, geht besser, wenn man den Schieber irgendwo anders hinsetzt. Hier hinten merkt man dann einfach auch nochmal den Längenvorteil, den er gegenüber den normalen Kastenwagen hat. Also hier macht sich einfach auch das bemerkbar, dass es sich hier um einen der längsten Kastenwagen handelt. Denn hier ist ungefähr der Schlafbereich untergebracht. Wir haben hier wirklich lange Betten im Heck. Das Ganze nochmal mit separaten Fenstern und hier hinten noch mit der Stromeinspeisung. Kommen wir zum Heck. Am Heck soweit nichts Besonderes. Das ist natürlich das ganz normale Kastenwagenheck vom MAN TGE. Besonderheit, wir haben da oben die Rückfahrkamera, die man bei der Fahrzeuglänge tatsächlich nicht missen möchte. Schauen wir doch mal rein.
Und hier gibt es den transporterüblichen Trick, wenn man die Scharniere ein Stück aufzieht, kann man das Portal noch ein Stück weiter aufklappen. Machen wir das doch einfach mal, damit man hier mehr sieht. Wir haben jetzt im Vorfeld das Bett schon mal in die hohe Schlafposition gebracht. Es wird dann hier eingerastet und hier eben hochgefahren, drüben nochmal fixiert. Und dann hat man eben nochmal mehr Stauraum zur Verfügung, wenn es auf Reisen geht, Zwischenübernachtung oder so weiter. Ist die Variante sinnvoll, sodass vielleicht sogar die Fahrräder drunter stehen bleiben können. Am Urlaubsort würde man das Bett eher auflegen und dann hat man eben die Höhe, dass man bequemer reinkommt und das Bett soweit normal nutzen kann. Denn hier ist natürlich auch nicht wahnsinnig viel Platz dann im Schlafbereich. Hinten am Heck sehen wir hier schon, wir haben eine Außendusche mit an Bord, was natürlich bei sommerlichen Temperaturen eine wirklich feine Sache ist. Hier drunter ist das Gasfach. Und wie wir sehen, haben wir eine sehr kompakte Gasflasche, die reicht für das Fahrzeug, denn sie wird tatsächlich nur zum Kochen gebraucht. Wie wir auf der Seite schon gesehen haben, geheizt wird der Wagen ja mit Diesel. Und was wir nachher in der Küche sehen, wir haben hier einen Kompressorkühlschrank an Bord. Das heißt, der läuft dann eben über Strom. Und dann sollte man hier auch mit so einer kompakten Flasche gut auskommen. Im Mittelgang, noch ganz schick gelöst, haben wir hier diese Verzurschienen, die auch mit den versetzbaren Ösen arbeiten, wie das so üblich ist. Das heißt, Fahrräder reingestellt, Spanngurt drüber, kriegt man sie in allen Positionen sehr schön gesichert. Spannend ist natürlich noch, was ist hier seitlich in den Fächern. Und dafür nehmen wir jetzt mal einfach hier diese Polster ab, wenn sie sich abnehmen lassen. Und schauen einfach mal hier unter die Klappen. Ja, hinter Klappe Nummer 1 befinden sich lauter Kabel. Was uns natürlich vermuten lässt, dass hier auf der Seite irgendwo die Elektrik untergebracht ist. Dafür spricht natürlich auch, dass wir hinten in der Ecke den Elektroanschluss haben. Und siehe da, hier unter der breiteren Klappe haben wir den Sicherungsblock und die Stromverteiler bzw. den Wechselrichter. Was fehlt bei der Elektroversorgung? Die Stromquelle. Und die finden wir hier. Junge, Junge, da ist ordentlich Power an Bord. Wir haben hier zwei richtig große Batterien verbaut, ist aber ein Stück weit auch notwendig, denn wir arbeiten ja hier schließlich mit einem Kompressorkühlschrank, der über Strom läuft und braucht, der verlangt natürlich nach Energie, wenn man den autark nutzen will, wie wir es gerade tun. So, machen wir hier wieder zu und kommen mal zur anderen Seite. Hier können wir uns das, glaube ich, klemmen. Hier lassen wir das Polster mal dran. Hinter Klappe Nummer 1 auf dieser Seite findet sich der Zugang von oben zum Wassertank. Der ist bei dem Fahrzeug 110 Liter groß. Und hinter der zweiten Klappe, ja, haben wir einen weiteren Zugang bzw. auch das Ablassventil für den Wassertank untergebracht, was ja ganz schick ist. Hier vorne, ach, das ist die Trittstufe für das Bett. Die zeigen wir euch nachher von drin. Ich komme mal wieder rausgekraxelt und würde sagen, der Christian zeigt euch jetzt die Vorderseite. Nachdem Philipp sich jetzt ja im Heck ausgetobt hat, zeige ich euch die Beifahrerseite und ich muss sagen, ich habe das Gute losgezogen, weil so wirklich viel muss ich euch ja nicht mehr zeigen. Hier ist der Einfüllstutzen des Frischwassertanks, 110 Liter, Philipp hat es erwähnt. Hier oben haben wir noch die Markise, die Aufpreis kostet und hier sieht man auch nochmal die Sensoren für die Seitenwarner, Hindernisse, die auf der Seite kommen. Wir haben eine große Tür. Man sieht dann auch schon hier den Küchenblock, eine elektrische Trittstufe, die zum Einsteigen einlädt und das mache ich jetzt mal. Ich habe Platz genommen an der Sitzgruppe und ich muss sagen, es ist eine typische ausgebaute Kastenwagen-Sitzgruppe. Man hat hier eine Sitzbank, den Tisch und die Fahrersitze werden gedreht und damit einbezogen. Was jetzt allerdings so ein Unterschied zum Beispiel Fiat Ducato ist, möchte man die Sitze hier drehen, ist das hier ein bisschen mit mehr Aufwand verbunden als jetzt zum Beispiel beim Fiat. Denn man sieht schon, der MAN-TGE ist schmaler, das heißt der Sitz stößt jetzt hier an. Wenn man die dann in der Länge verschieben möchte, muss man immer hier vorne hingreifen, weil sich die Längsverstellung nicht mitdreht. Beim Fiat macht sie das. Also hier muss man halt ein bisschen mehr rumbauen, aber es hat noch einen vertretbaren Aufwand. Der Tisch, man sieht schon, ohne Tischbein, das heißt, man kriegt seine Füße hier gut unter. Allerdings, wenn jetzt gegenüber noch mal jemand sitzen würde von meinem Kaliber, dann kommt man sich mit den Füßen natürlich schon ein bisschen in die Quere. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das. Eine Erweiterung ist natürlich auch mit an Bord. So.
dass der Beifahrer auch an den Tisch kommt. Es wirkt ein bisschen wackelig, aber ja, wird schon halten, ne? Auf der Rückbank sitzt man sehr aufrecht. Man kann aber die Polster hier auch in 3 Stufen nach vorne ziehen und es sich so ein bisschen gemütlicher machen. Das funktioniert auch ganz gut. Was haben wir noch? Eine Leseleuchte, vorstellbar. USB-Anschluss ist auch dabei. Hier oben noch ein Hängeschrank, der auch wirklich noch mal viel Platz für Reiseutensilien bietet. Hier vorne ist noch mal ein Staufach und hier haben wir noch mal 2 Ablagen. Also insofern, es ist kompakt, also gerade für ein 6,80 Meter Fahrzeug ist es kompakt, aber man merkt auch an dieser Stelle, dass bei diesem Fahrzeug besonders der Schwerpunkt auf lange Betten gelegt wurde. Weiter geht's mit der Küche. Kastenwagen typisch kompakt ist die Küche hier im Boxdrive, denn wir haben hier nur diese Grundfläche. Darauf finden wir dann einen 2-Flammen-Kocher, wo wir hier auch wieder den Rost rausnehmen können, um den eben zu reinigen, was ganz schick gelöst ist. Wir haben ja eine Zündhilfe. Das heißt, sobald das Gas offen ist, braucht man da nicht mit dem Feuerzeug hantieren. Und wir haben die Spüle, die wird hier von einem Schneidebrett verdeckt. Das heißt, wenn sie gerade nicht gebraucht wird, kann man hier schön die Kochvorbereitung machen. Und anschließend hat man ein verhältnismäßig großes Spülbecken mit einer, wie ich finde, sehr eleganten Armatur. Daneben haben wir eine Steckdose, das heißt, oh, das ist sogar eine 12-Volt-Steckdose. Das heißt, hier kann man auch noch was hinstellen und laden. Und eine Lichtschalteransammlung, das heißt, ich kann von hier aus auch die meisten Bereiche im Fahrzeug steuern. Also hier sind überall Multifunktionslichtschalter verbaut, die eben nicht nur für einen Bereich sind, sondern für viele. Thema Stauraum hat Knaus hier gelöst, das ist ein kompaktes Fach. Hätte man beispielsweise ein paar Gläser drin stehen. Hier unten ist nochmal ein flaches Einlegefach, was offen ist, aber eben mit einer Kante versehen, sodass Sachen hier nicht so richtig rausfallen können. Und eben vor Kopf nochmal 2 kleine Fächer, die hier auch nochmal mit einem Spannband gesichert sind. Thema vor Kopf. Wir haben hier eine kompakte Arbeitsflächenerweiterung, die ragt natürlich in Gang, hilft mir aber zum Beispiel, wenn ich beim Kochen nochmal irgendwie Gewürze oder ähnliches abstellen möchte. Eine Etage tiefer kippt der Schrank auf. Ich vermute mal, dass es sich um eine Art Mülleimer handelt. Wenn man hier eine Tüte reinmacht, dürfte das eigentlich ganz gut als solcher funktionieren. Ansonsten relativ klassisch ausgeführt, 3 breitere Schubladen, die alle hier solide verriegeln. Jetzt schauen wir mal kurz nach dem Gas. Wir haben hier den Gashahn untergebracht. Das ist natürlich nur einer, denn wie wir schon gesehen haben, Heizung funktioniert mit Diesel, Kühlschrank funktioniert mit Strom. Dementsprechend haben wir hier nur einen Gashahn am Kocher und der ist eigentlich recht gut zu erreichen. Vom Platz her, ja, die sind jetzt nicht allzu tief, die Schubladen. Die untere ist dafür tiefer, also größere Töpfe passen hier besser rein. Und hier bekommt man dann eben Teller oder ähnliches gut untergebracht. Recht günstig gelegen ist hier der Kühlschrank. Der ist, wie ich finde, auch relativ groß, denn ich bekomme hier, haben wir solche schönen Kanten, die man umlegen kann, bekomme hier wunderbar eine 1,5 Liter Flasche rein. Die Fächer sind sehr tief gehalten, dass man da eben ja, das Ganze auch sehr gut nutzen kann. Und man will natürlich im Sommer auch nicht aufs Eis verzichten. Ein paar bekommt man davon hier oben rein. Feine Sache. Und wie gesagt, ist ein Kompressorkühlschrank. Heißt, unabhängig von der Außentemperatur liefert der richtig Leistung. Und den haben wir heute laufen. Das merkt man tatsächlich, dass der sehr, sehr gut arbeitet und schnell kühlt. Weiteren Stauraum finden wir hier in Form von 2 Schubladen, die sich hier unterm Kühlschrank nochmal ausziehen lassen. Damit kann man im Grunde sagen, für die Küche, Stauraum hat sie jede Menge, Arbeitsfläche ist vielleicht etwas knapp, aber für diese Fahrzeugklasse durchaus typisch. Was man hier schon merkt, wenn ich hier stehe und hantiere, ist der Gang natürlich relativ schmal, aber sobald ich hier an der Spüle stehe, funktioniert das ganz gut, denn das Bad ist hier so drehbar ausgeführt und wenn es gerade nicht gebraucht wird, schafft das hier im Mittelraum wirklich sehr, sehr schön Platz. So viel zur Küche. Ich stehe ja quasi schon im Bad, also schauen wir uns das doch als nächstes an.
Ja, Vorhang auf für das Bad oder besser gesagt die Trennwände, die sich hier im Kreis um mir herum dann die Duschkabine bilden. Die lassen sich hier wunderbar schieben. Wir stehen hier noch auf einem Holzpodest, das müssen wir vorher auch noch rausnehmen, bevor man hier duschen kann. Aber dann hat man hier tatsächlich einigermaßen gut Platz, weil man nimmt ja quasi den gesamten Mittelgang mit als Duschkabine. Sehr schick gelöst. Hier in der Ecke ist einmal die Armatur untergebracht. Direkt mit der Mischarmatur, das ist wunderbar gelöst, die Brause, alles, sodass man die eben auch im hängenden Zustand gut nutzen kann. Da es hier drin allerdings ein bisschen eng ist, würde ich sagen, ich zeige euch das jetzt mal von hier drin. Also, hier haben wir einmal die Dusche, kann man dann hier wunderbar bedienen, kommt gut zurecht. Und im vorderen Bereich haben wir einmal die Toilette und das Waschbecken. Wobei man da sagen muss, hier gibt es eine Besonderheit. Wenn man hier einen Hebel bedient, kann man das Waschbecken ein Stück nach vorne kippen, es nach oben ausziehen, ausklappen und dann hat man tatsächlich ein sehr viel größeres Waschbecken zur Verfügung. Spannender Punkt. Wenn man hier noch die Klappe aufmacht, jetzt sehe ich mich natürlich selbst, hat man hier eben noch eine relativ große Spiegelfläche, die in Kombination mit der Hauptbeleuchtung wunderbar funktioniert. Das heißt, ich habe hier ein enorm großes Waschbecken für zum Beispiel zum Zähneputzen etc. Denn ich habe ja dann hier im Schrank gleichzeitig die Fächer geöffnet, sodass hier Zahnputzbecher oder so ganz gut erreichbar sind. Wenn man das Bad dann tagsüber nutzt, reicht natürlich die kleine Variante vom Waschbecken. Und die ist dann natürlich auch ein ganzes Stück platzsparender. Direkt oberhalb vom Waschbecken sehen wir hier, ist die Bedienung. Das ist eigentlich eine nette Spielerei. Ich kann hier im Bad die Farben verändern. Das ist hier die Beleuchtung der Dusche. Und wenn ich hier an dem Kreis per Touch drehe, dann kann ich diese eben frei nach Belieben einstellen. Ist ganz nett gelöst. Zum Duschen selbst wird, wie gesagt, das hier nochmal zeige ich mal von der Seite. Die Trennwand zugezogen. Und ansonsten, die Drehtoilette muss vor der Anwendung natürlich gedreht werden, damit es hier vernünftig genutzt werden kann. Und daneben ist der Ausströmer für die Heizung, damit es hier bei kälteren Temperaturen eben nicht zu warm wird. Als Entlüftung haben wir zum einen ein kleines Fenster und das Ganze wird noch ergänzt hier oben durch einen Pilzlüfter. Soweit, so gut zum Bad. Ah, Kleinigkeit haben wir noch. Hier oben ist eine Trockenstange untergebracht, das heißt, nach dem Duschen kann ich dort wunderbar noch mein Handtuch aufhängen, um es dann eben abtrocknen zu lassen. Kommen wir zum, wie ich finde, Highlight des Knaus Boxdrive 680 ME. Es ist das Bett. Hier gibt es wirklich eine riesengroße Matratze. Man kommt auch sehr einfach hier rein. Wir haben die Matratze jetzt wieder auf die tiefe Ebene runtergefahren. Wenn die Matratze auf der hohen Ebene ist, kann man über diesen Tritt bequem einsteigen und kommt dann quasi hier oben rein. Braucht man aber in der Konfiguration nicht. Es ist niedrig genug, dass man sich einfach hier ins Bett setzen kann. Die Länge auf dieser Seite sind es ungefähr 2,12 Meter. Auf der Seite, auf der ich sitze, sind es 1,97 Meter Matratzenlänge. Das heißt, hier finden auch größte Camper und Camperinnen einen bequemen Schlafplatz. Klamotten reisen hier mit in 6 Dachschränken und wir haben hinten nochmal 2 Ablagen, wo zum Beispiel auch nachts das Handy gelagert werden kann. Damit das geladen wird, gibt es hier auf beiden Seiten an diesen Leseleuchten jeweils 2 USB-Steckdosen. Also USB gibt es hier in diesem Fahrzeug mal wirklich viel. Für Lüftung gibt es eine Dachhaube und sämtliche Lichter können sowohl von diesem Platz wie auch da drüben gelöscht und angeschaltet werden. Und hier gibt es auch den Schalter, um alle Lichter komplett auszumachen, wenn man dann schlafen möchte. Also das ist alles sehr durchdacht, funktioniert gut und das Bett ist riesig. Nachdem wir jetzt alle Bereiche von dem Fahrzeug gesehen haben, wird es natürlich Zeit für ein Fazit. Und ich muss sagen, mir persönlich gefällt die lange Version von Kastenwagen wirklich sehr gut, weil gerade bei unserer Größe ist einfach ein Längsbett einem Querbett immer vorzuziehen, damit man eben auch wirklich Luft hat beim Schlafen. Und die Betten sind ja wirklich top in dem Fahrzeug. Was man bei dem natürlich nicht vernachlässigen darf, ist das Gewichtsproblem. Denn das Fahrzeug ist recht groß und hat viel Ausstattung an Bord. Knaus gibt an, dass das Fahrzeug fahrfertig bereits 3.120 Kilogramm auf die Waage bringt.
Wir haben den Testwagen ganz frisch reinbekommen und deswegen haben wir ihn selber noch nicht gewogen und müssen uns da auf den Wert verlassen. Allerdings ist bei dem Wert, den Knaus angibt, nur die Fahrstellung vom Wassertank mit drin, also 20 Liter und noch keine Ausstattung. Und Ausstattung war richtig viel bei dem Fahrzeug. Das heißt, da gehen wir von aus, dass da locker die 100 Kilo nochmal gerissen werden. Dann sind wir schon bei 3200 Kilo und da merkt man schon, bis 3,5 Tonnen wird es wirklich eng. Eine Folge davon ist, dass das Fahrzeug tatsächlich nur als Dreisitzer zugelassen ist, hat nur drei Fahrplätze, denn als Viersitzer würde es keine 3,5 Tonnen Zulassung mehr bekommen. Genau. Und deswegen macht es auch Sinn, dieses Fahrzeug bis zu 4 Tonnen kann man es auflasten, kostet auch nicht so viel. Also daran sieht man auch schon, dass dieses Fahrzeug wirklich darauf ausgelegt ist, als mehr als 3,5 Tonner durch die Welt zu fahren. Noch ein Wort zur Ausstattung. Philipp meinte es ja gerade, es ist wirklich viel drin. Ausstattung im Wert von knapp 20.000 Euro sind hier eingebaut, sodass wir am Ende beim Testwagenpreis von etwas über 84.000 Euro landen. 84.500, also quasi genau zwischen 84 und 85, was natürlich schon auch sehr, sehr gehoben ist. Aber wir haben es am Anfang gesagt, der Konkurrent Grand California von VW, der liegt auf ähnlichem Niveau. So ein bisschen führt ja dieses Konzept auch das Thema Kastenwagen ad absurdum, weil ein Kastenwagen, der soll klein, kompakt und wendig sein. Wendig ist er nun gar nicht, aber es macht trotzdem echt viel Spaß, mit dem Auto zu fahren. Es ist so ein richtiges Reisen. Also ich finde ihn gut. Er ist halt für spezielle Ansprüche. Er ist nicht jedermanns Sache natürlich und der Geldbeutel muss auch groß genug sein. Aber die Lösungen da drin haben mir im Großen und Ganzen echt gut gefallen. Jetzt halt die Frage natürlich, wie hat euch der Knaus Box 3680 ME gefallen? Schreibt es unten in die Kommentare. Was hat euch gefallen? Was hat euch weniger gut gefallen? Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst, wenn ihr uns abonniert. Und nicht vergessen, Caravaning, Promobil und Clever Campen gibt es natürlich auch am Kiosk. Schaut mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.